Meine Sorge ist nur, dass, wenn wir ihn rausnehmen, dass der nächste Finger auf dich zeigt. Ich würde einen offensiveren drin lassen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich untereinander auswählen, größer. Stimmt. Wollen wir uns auf Susan einigen? Würde ich definitiv sagen. Susan ist unsere Wahl. Susan, du wurdest ermordet. Die Verräter. Wow. Warum bin ich so gefährlich? Das gibt's ja nicht. Die Susan ist raus. Ich hab gedacht, die Susan wäre eine von. Warum? Warum? Die ist doch ganz lieb und harmlos. Und ja. Verstehe ich nicht. Ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Aber habt ihr euch was? Aber dass Susan fehlt, oder? Ulrike, ich kam ja rein und war total überrascht, dass Susan auch ermordet wurde. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr das abnehme. Also ob das wirklich Surprise war. Und es ist, oh Gott, nein, und warum Susan? Also das werde ich auf jeden Fall noch weiter beobachten. Anhand der unruhigen Reaktion der Leute bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass der Plan aufgegangen ist. Und dass wir etwas Unruhe gestiftet haben und leichtes Chaos. Jetzt sind alle verwirrt, keiner weiß wieso, weshalb, warum. Einige sind traurig, schockiert, dass Susan raus ist. Und ich glaube, wir haben einen guten ersten Stein geworfen. Oh, Gottes Willen! Susan! Nein, oh. Du lebst noch, wie schön. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ist es nicht ein herrlicher Tag? Ja, finde ich. Finde ich auch, denn ihr seid alle noch da und am Leben. Und ihr seid immer noch im Rennen um 50.000 Euro, die wollen wir doch nicht vergessen. Hm? Ah, wen wir auch niemals vergessen werden. Susan. Das arme Ding. Ruhe sie in Frieden. Naja, einer weniger, oder? Das erste Opfer der Verräter. Ach, die Verräter waren's. Mhm, die Verräter waren's. Langsam verstehst du das Spiel, Frieden. Nein, nicht so schnell.